Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe des Zane Junkies Podcast. Lange drauf gewartet, endlich ist sie da. At long last. Ich habe den Axel dabei, mein Name ist Thomas und wir machen heute die zweite Runde des The Wire Rewatch und müssen uns erstmal natürlich entschuldigen, dass wir die extreme Verspätung hier haben und ihr mit dieser extremen Verspätung leben musstet. Also für den April haben wir noch ganz gute Entschuldigungsgründe, würde ich jetzt mal ins Feld führen. Also ich war 2 Wochen in Urlaub, dann waren noch diverse Krankheiten, ich glaube bei uns beiden irgendwie. Jetzt waren die Upfronts. Dann waren jetzt im Mai die Upfronts, das immer die geschäftigste Zeit ist quasi bei uns im Jahr und deswegen seht uns bitte nach. Wir versuchen jetzt über den Sommer die anderen Podcasts zu den übrigen Staffeln schneller rauszuhauen, aber nehmt uns nicht beim Wort. Aber im Sommer ist traditionell ein bisschen weniger los bei Serien. Es ist halt auch ein bisschen so, die Wire-Fans kennen das vielleicht, wir sind ein bisschen in der Unterzahl in der Redaktion. Ja, wir werden ein bisschen belächelt. Ach ja, hier, die wollen ja noch ihren Wire-Podcast machen. Das ist natürlich eher so eine Herzensangelegenheit von uns und wir müssen schauen, wann wir es dazwischen quetschen, aber wir werden es auf jeden Fall jetzt durchziehen. Quasi alles andere ist wichtiger als dieser Podcast. Da müsst ihr jetzt einfach ganz viele Mails schreiben oder so Leute, ja, die liebe Hanna zum Beispiel nerven auf Twitter, dass der Wire-Podcast extrem wichtig ist, dann schaffen wir das vielleicht auch ein bisschen früher. Nee, aber es gab auch echt viel Feedback, wo wir uns sehr drüber gefreut haben und er hat auch echt Bock drauf und deswegen machen wir es auf jeden Fall weiter. Ja, es gab vor allem, also es gab meistens kurzes Feedback, ey cool, hat mir gefallen, macht weiter so. Es gab jetzt nicht super viele Sachen inhaltlich, deswegen wollte ich nur mit einer kurzen Mail zur ersten Staffel noch einsteigen, beziehungsweise zu einer Sache, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Und dann eigentlich direkt loslegen. Nochmal zur Info, vielleicht stolpert ja jemand zum ersten Mal über diesen Podcast. Unter zanejunkies.de/podcast findet ihr alle unsere Folgen, nicht nur zu The Wire, sondern es gibt auch alles mögliche andere, Game of Thrones, The Walking Dead und so weiter. Genau, ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und ihr findet auch alle Informationen auf jeden Fall auf zanejunkies.de/podcast. Könnt uns schreiben an podcast@zanejunkies.de. Und dann lese ich kurz hier eine Mail von, oder zumindest eine von Johannes G. vor. Und zwar schreibt er zur Emmy-Problematik. Wir haben uns nämlich letztes Mal darüber unterhalten, dass The Wire, ich glaube, gar keine Emmys gewonnen hat. Entweder keine oder zwei irgendwie nachrangige. Ich glaube sogar gar keine. Ja, es kann sein, dass es gar keine waren. Und er hat uns dazu ein paar interessante Worte auf jeden Fall geschrieben. Wie von euch vorgeschlagen, habe ich mir mal die Emmy-Gewinner dieser Zeit angeschaut, aber einige hatte ich schon während des Hörens im Kopf. Da wäre einmal die erste Staffel von Lost als damals teuerster, aufwendigster Serie überhaupt und natürlich die große Konkurrenz The Sopranos, die in dieser Zeit reihenweise Emmys abräumte. Meine Theorie ist aber, dass der amerikanische Zeitgeist The Wire als Sieger schlecht zulassen konnte. Vielmehr gewann in dieser Zeit mit 24 die Anti-Terror-Serie schlechthin, mit der Charakterstudie Breaking Bad. Gut, das war ein bisschen später, hat sich das und noch Und 24 hat auch, glaube ich, nur einen Emmy gewonnen für die Drama-Serie. Gut, mit der Charakterstudie Breaking Bad und den der Vergangenheit zugewandten Mad Men-Serien die Preise, die vom Zustand des verfallenen Amerikas nicht zwingend ablenken, diesen aber auch nicht so komplett vor Augen führen. Deutlichster Exponent meiner Theorie ist aber der Seriengewinner der frühen 2000er, The West Wing. Diese Serie stellt quasi den Gegenentwurf zu The Wire dar. Auch sie geht von einem problembehafteten Amerika aus, doch führt ihr Weg zum Idealismus gern zusammenhörig. Der Satz ist ein bisschen Idealismus konfus. Und The West Wing, das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Was The West Wing trotz des einen Europäer begeisternden Republikaner-Bashings in den ersten 4 Staffeln auch tat, während The Wire doch ständig auf tiefste Gräben in der Gesellschaft hinweist. Die beiden Serien sind wohl die besten ihrer Zeit und ich hoffe, ein Podcast zu The West Wing ist nur eine Frage der Zeit. Smiley. Aber auch in ihrer Aussage komplett gegenläufig. Erst Homeland gelang es in meinen Augen, das Bild des zerrissenen Amerika auch aus dem US-Massengeschmack wieder, auch dem US-Massengeschmack wieder näher zu bringen. Ja, auf jeden Fall ein paar interessante Punkte. Klar, Lost war damals ziemlich groß. Und das mit The West Wing, mit der Gegenüberstellung, ja, würde ich auch mitgehen. Das ist natürlich immer bei so Preisverleihungen einfacher, das eher positiv konnotierte Projekt zu auszuzeichnen. Umso spannender wird es jetzt bei den nächsten Emmys zu sehen, wie True Detective abschneiden wird. Ich meine, es wird ja jetzt schon quasi als Frontrunner gehandelt bei sämtlichen Preisen. Aber ich meine, True Detective zeichnet ja ein ähnlich düsteres Bild wie The Wire. Und deswegen fand ich den Gedanken, den der Zuschreibende hatte, eigentlich, Johannes G. Ja. G-Unit. Echter G, das passt ja. Echter G. Also die fand ich schon
ziemlich passend. Und ja, was The West Wing angeht, also ist halt wirklich ein Gegenentwurf, was man auch bei den Autoren, an den Autoren erkennen kann. Das eine ist Aaron Sorkin, ein großer Idealist. Und das andere ist halt einfach David Simon, ein großer Realist. Ja. Man mag auch fast sagen Pessimist, obwohl so weit will ich gar nicht gehen. Ja, du hast schon recht, es ist eher ein Realist. Ja. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Jetzt ist es mir entfallen. Egal. Kommt vielleicht noch. Ja, genau. Wir steigen einfach mal ein. Natürlich die Spoilerwarnung an dieser Stelle. Beim Rewatch geht es ja darum, ihr habt die zweite Staffel gesehen und wir versuchen uns jetzt da so ein bisschen lang zu hangeln. Wir haben auch ein, zwei Kritikpunkte bekommen für den Podcast letztes Mal. Die konnte ich auch nachvollziehen. Da hieß es, war ein bisschen konfus. Es stimmt auch. Wir haben jetzt schon zwei Folgen zu The Wire gemacht und die erste. Das war so eine allgemeine Besprechung der Serie. Da haben wir mehr über so Techniken und wie wurde gedreht und welche Message verbirgt sich hinter der Serie und so weiter gesprochen. Und damit haben wir eigentlich die Sachen ganz gut abgedeckt, finde ich. Und letztes Mal bei dem Rewatch zur ersten Staffel haben wir noch so ein bisschen gemischt das gemacht und versucht, da noch Sachen einzubringen. Aber ihr habt eigentlich recht, wir sollten uns vielleicht eher hier ein bisschen auf die Story konzentrieren und wer wissen will, was wir so allgemein von The Wire halten und ein bisschen eher so eine Analyse dieser Serie haben will, der kann nochmal in den allerersten The Wire Podcast reinhören. Und deswegen versuchen wir uns eher mal so jetzt auf die Story zu konzentrieren und da so ein bisschen durchzugehen und unsere Lieblingsszenen, Lieblingscharaktere und so weiter zu besprechen. Kritik ist angenommen. Und ob es jetzt irgendwie weniger wirkt, können wir natürlich nicht versprechen. Ja, aber es ist extrem schwer, gerade weil The Wire eben, man weiß nicht mehr, was in welcher Episode passiert ist, weil das ist so fließend, ist wie ein langer Film, wie es oft heutzutage bei den Serien ist, das sehr schwer auseinanderzuhalten. Deswegen versuchen wir so einzelne Storylines vielleicht jetzt durchzusprechen und gucken mal, wie das funktioniert. Zweite Staffel, wir können ja ganz kurz noch, der Vorspann hat sich wieder geändert, beziehungsweise die Musik, diesmal ist es das Originallied von Tom Waits. Mhm. Ich glaube, in der ersten Staffel hatten wir die Blind Boys of Alabama, ist immer das gleiche Lied, Down in the Hole. Ja. Und diesmal die Tom Waits-Version. Sehr genial, also ich gucke es mir immer wieder gerne an. Obwohl am Ende musste ich ein bisschen Tempo machen, da habe ich sogar manchmal übersprungen. Oh nein, der Serienpurist in mir schreit auf. Ja. Okay, fangen wir an. Zweite Staffel, neuer Fall. Was ich super interessant fand, jetzt nochmal beim Anschauen, die fängt auch extrem langsam an. Also es dauert wirklich, bis das alles in die Gänge kommt, dauert es fast zwei, drei Folgen oder so. Ich glaube sogar noch länger. Ja, Bis wir jetzt vor allem unser Detail aus der ersten Staffel wieder zusammen haben. Ich glaube, das passiert erst in der fünften Episode oder so. Genau, da ist ja eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Wir haben natürlich Figuren aus der ersten Staffel wieder dabei. Aber die sind teilweise komplett anders positioniert oder platziert, als sie es in der ersten Staffel waren. Ja, wir haben McNulty, der, wenn es einen Hauptcharakter gibt, zumindest in der ersten Staffel, das ja noch ein bisschen ist. Und McNulty, man erinnert sich an die erste Staffel, wo er gesagt hat, auf keinen Fall will er aufs Boot und genau das dort. Das war in der allerersten Episode, sagt er das zu Jay Landsman. Und wo landet er natürlich am Schluss? Auf dem Boot. Was ja auch wieder eine ziemliche Assi-Aktion von Landsman ist, weil Rawls muss Landsman gefragt haben, wo McNulty am wenigsten gern hin will. Und dann lässt er das halt natürlich auch raus. Landsman ist so ein schwieriger Charakter in der Hinsicht, dass man ihn echt sympathisch findet eigentlich. Aber er ist halt auch sehr gehörig. Ne? Ich glaube, er wird nie für sich eine Gefahr irgendwie eingehen. Er ist halt Rawls, also er macht sich da eher einen Spaß draus, auch wenn es ziemlich assi ist. Ja. Ich meine, er ist ja auch betroffen von Jimmys Alleingängen und so. Ja. Und deswegen kann man schon, also er nennt ihn ja auch irgendwie den Prodigal Son und so. Also er hat so eine Hassliebe zu Jimmy. Mhm. Und in dem Moment lebt er halt seinen Hass aus, indem er gefragt wird, dass Rawls ihm eben wissen will, wo Jimmy nicht hin will. Ja. Und das ist halt schon eine bittere Aktion, weil im Verlaufe der Staffel sehen wir ja dann auch, wie dreckig es Jimmy geht und wie seine Kollegen, die ihn vielleicht gar nicht so gut leiden können, aber die dann trotzdem mit aller Macht versuchen, ihn wieder zur Polizeiarbeit zur richtigen zurückzuholen. Ja, weil er sonst einfach eingeht und so nichts zu gebrauchen ist. Es gibt ja auch zwei Episoden in der Staffel, wo er dann irgendwie wirklich so ein bisschen am Rock Bottom angekommen ist, irgendwie so ganz unten in der Gosse gelandet ist, wo er dann total besoffen Auto fährt. Und ach Gott, diese Sache, wo er gegen diesen Pfeiler fährt. Eine großartige Szene. Ja. Ich meine, jetzt wird es schon wieder ein bisschen aber ich glaube, anders können wir es nicht machen, Thomas. Nee, also, das ist schon okay. Wenn wir schon so einzelne Szenen besprechen wollen, dann machen wir das einfach, wenn es uns einfällt, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall, danach merkt eben Bunk, dass er jetzt was machen muss, weil Jimmy ist quasi, hat das zweite Mal eine Abfuhr von seiner Ehefrau gekriegt, hat sich nur auf ein kleines
tête-à-tête eingelassen mit ihm und hat ihn dann quasi am nächsten Morgen wieder rausgeworfen und daraufhin wird er halt wieder zum alten Jimmy. Er säuft, er hurt rum und wacht irgendwie am nächsten Tag in fremden Betten auf mit einer verbluteten Hand. Ja, das ist richtig. Demoliert sein Auto irgendwie total besoffen, also bis unter das Dach irgendwie voll gesoffen. Und naja, und das Ganze fängt halt am Anfang an damit, dass er eben wirklich im Marine Unit ist. Ja. Also quasi mit einem Kollegen, so ein alter, ein bisschen Oppi, der wahrscheinlich so 3 Jahre noch hat, bis er in Rente geht. Genau. Und sie schippern da ein bisschen auf dem Fluss rum, der bei Baltimore durchfließt. Ich weiß gar nicht, Potomac ist das, glaube ich. Oder da im Hafen und ja, müssen da irgendwie so ein Partyboot in Sicherheit schleppen, weil der. Stimmt, damit startet die Staffel, glaube ich, ne? Genau. Ja. Ja. Damit die Schickeria dann noch ein bisschen weiter feiern kann. Ja. Eigentlich auch eine schöne Szene. Wir haben ja, glaube ich, schon mal letztes Mal gesagt, die Staffeln fangen immer mit einer Szene an, die eigentlich die Thematik der einzelnen Staffel ziemlich gut zusammenfasst, so ein bisschen auch metaphorisch. Aber ja, wenn man es jetzt so sieht, klar. Ja. Es gibt es gibt diesen Fluss oder diese Hafengegend und wir haben auf der einen Seite die Schickeria, die da ihre großen Party macht und irgendwie die Kohle hat. Und auf der anderen Seite sehen wir ja in der Staffel die Stivadore, die Hafenarbeiter darum kämpfen, dass sie da irgendwie noch überleben können mit ihren Jobs. Ja. Und McNulty wird ja auch direkt bestochen in der ersten Episode von diesem Party-Gastgeber auf dem Schiff. Und er nimmt halt auch einfach die Kohle an und sagt, ja, okay, ich ziehe euch jetzt da irgendwie einen Kilometer weiter in den Hafen rein und dann ist es alles cool. Ja. Und dann sitzen sie irgendwie auf ihrem kleinen Bötchen und müssen halt aufpassen, dass es diese große Luxusjacht da irgendwie in Sicherheit gebracht. Das finde ich sowieso mal cool bei The Wire. Schwarz-weiß sind die Figuren sowieso nicht gezeichnet, aber dass so Sachen einfach mal so nebenbei halt passieren. Ne? Klar, steckt mit Nalti Makola ein, genauso wie Herc und Carver, wenn sie es irgendwie bei einer Razzia finden und wissen, dass sie nicht erwischt werden können. Oder Kima, die in der ersten Staffel hier Bodhi, glaube ich, als er am Boden ist, nochmal so 2, 3 Schläge verpasst. Oder Lieutenant Daniels, der auch zulässt, dass Zeugen verprügelt werden und so weiter. Das sind alles Sachen, die haben gar nicht so riesige Konsequenzen für die Figur an sich. Ja, gar aber nicht. Denen musst du halt, nicht mehr mit denen musst du halt umgehen als Zuschauer. Und in anderen Crime-Serien würde daraus halt quasi dann irgendwie so ein Plotline gesponnen werden. Und dann wird es wieder weniger um den Charakter an sich gehen, sondern um den Plot, der sich dann entfaltet, dann würde es irgendwie eine Anklage geben oder sowas. Obwohl hier Details halt auch oft wichtig sind, klar. Ne? Also, aber nicht eben diese Sachen, ja. Was ich noch abschließend vielleicht zu der Anfangsszene, was ich noch ganz wichtig finde oder bemerkenswert finde, ist, dass McNulty und sein Kollege auf dem Boot rumschippern und so ein bisschen die alten Industrieruinen angucken und dann irgendwie Bethlehem Steel ist ja so dieser Stahlgigant in den USA, der halt auch seit mehreren Jahrzehnten schon zugrunde gegangen ist und dann erzählen sie so ein bisschen, dass ihre Väter dort gearbeitet haben und wann sie entlassen wurden. Also McNulty sagt irgendwie, mine was Laid off in 78 oder so und der andere dann, ja, mine in 82 und so. Und das ist halt ja so ein super schöner, ganz kurzer Einblick in die Historie der Stadt und überhaupt in die Historie des ganzen Landes und auch in die Familiengeschichte von McNulty. Ja. Und gleichzeitig wird natürlich die Brücke geschlagen zu den neuen Figuren, die wir dann auch haben mit den Hafenarbeitern eben. Ich würde aber noch, bevor wir jetzt zu denen kommen, noch ganz kurz sagen, wir haben ja nicht nur McNulty, der quasi jetzt irgendwo in der Scheiß-Unit irgendwie versauert, sondern auch interessanterweise Lieutenant Daniels, der eigentlich ja gute Arbeit gemacht hat in Staffel 1, aber natürlich auch Rawls und Burrell verärgert hat mit seinen teilweise, ich weiß gar nicht, ja, genau, im Detail, aber er hat sich natürlich ein bisschen gegen sie aufgelehnt. Genau, er hat sich dann über diverse Befehle hinweggesetzt in der ersten Staffel. Und ja, das ist halt die Quittung, die er dafür kriegt. Ja, hat eigentlich ja keinen so schlechten Fall an Land gezogen im Endeffekt. Aber darauf, und das ist ja immer wieder der Tenor, auf den die Serie kommt, auf gute Polizeiarbeit kommt es im Endeffekt nicht an. Ne? Du musst nur nett zu den richtigen Leuten sein. Ja. Und er landet dann eben da unten im Keller. Die gute alte Pawnshop? Nee, das ist nicht die Pawnshop-Unit, da war ja Lester früher. Das ist Beweissammlung, Asservatenkammer. Asservatenkammer, genau, und da trifft er ja dann irgendwie auf Bank und Bank ist irgendwie ganz entsetzt. Als und ich glaube auf McNulty auch kurz. Es gibt 2 Szenen. Oder ist es McNulty? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Bank, aber ich glaube, es ist McNulty, auf den er da unten trifft. Und McNulty sagt dann auch sowas wie, they got you good oder so. Ja. Genau. Genau, da haben wir schon mal irgendwie so die 2 Player aus der ersten Staffel, die jetzt eigentlich
die besten Ermittler, die am schlechtesten dastehen nach diesem Fall. Ja. Sehr bezeichnend für die Serie. Mhm. Und jetzt dieser neue Fall ist auch sehr bezeichnend, wie der denn überhaupt zustande kommt. Und zwar ist es ja eigentlich nur so ein bisschen so ein Pissing-Contest zwischen zwei Polen. Zwischen zwei Polen. Ja. Genau, wie Frank Sobotka irgendwann mal sagt, three Polacks, four opinions. Oder so. Genau, es geht um Walczek, den haben wir ja schon kennengelernt, auch in der ersten Staffel, der ziemlich weit oben ist in der... Ja, er ist ein Major von Southeastern District, also von einem ganzen, von einer ganzen, ja, wie sagt man, von einem ganzen Bezirk quasi. Der ist er dann Major, dann ist er so hoch, ist er sogar höher als Burrell noch? Oder? Nee, so wie Rawls. Burrell ist ja Deputy Commissioner, also stellvertretender Commissioner, Polizeichef quasi. Ja. Und er ist halt Leiter von so einem Bezirk. Also genauso hoch wie Rawls in dem Moment. Ja. Genau. Okay. Er und Rawls sind auf der gleichen Stufe. Und Walczek muss irgendwie mit Entsetzen feststellen, dass er, er will einer Kirche, einer polnischen Kirche, will er eben ein Fenster vermachen oder Sponsor, ne? Quasi. Spenden, ja. Genau. Und hat es eben irgendwie extra. Also fertigen lassen und lässt es ganz vorsichtig zu diesem Pastor bringen und muss dann dort leider feststellen, dass das Fenster, das er sich ausgesucht hat, das prominenteste quasi in der Kirche, schon von Frank Sobotka quasi besetzt wurde. Der, wer heißt die Union? Gewerkschaft. Von der Gewerkschaft, der quasi der Gewerkschaftschef der Hafenarbeiter ist und ja auch einer der Hauptfiguren in dieser Staffel. Mhm. Genau, und Walczek ist dann eigentlich nur angenervt, weil die kennen sich wahrscheinlich auch persönlich, sind sich nicht... Ja klar, die haben eine super Rivalität, die beiden. Also. Genau, und ihm kommt es dann verdächtig vor, dass sie ja zu viel Geld hätten, was ja, ein bisschen weit hergeholt ist. Aber klar, man kann natürlich auch schon sagen, ja, wie haben die so viel Geld überhaupt, wenn da die Arbeit nicht läuft. Sie sagen ja irgendwie, also es weiß jeder, dass die Hafenarbeiter irgendwie immer weniger werden und dass es immer weniger Arbeit gibt, weil eben die Schiffe ausbleiben und in andere Häfen lieber anlaufen, weil es da günstiger ist oder was auch immer. Und was wollte ich denn sagen? Er weiß dann irgendwie, dass die sich das eigentlich nicht leisten können. Ja. Also wie kann das sein? Das sind, glaube ich, nur noch, meint er, irgendwie 100 zahlende Mitglieder in dieser Gewerkschaft. Wie kann das sein, dass die sich das leisten können? Und daraufhin lässt er sich von Burrell eine Einheit zusammenstellen und kriegt die ja auch nur, weil er Burrell quasi ein bisschen erpresst, weil der kurz vor der Wahl zum Commissioner steht. Ja. Und dann sagt er, ja, ich habe so viel Einfluss hier bei denen, die dich wählen können, ich kann das verhindern. Mhm. Und dann, stimmt Burrell quasi zu. Ja, ihm können wir den Handlungsstrang vielleicht kurz zu Ende gehen oder beziehungsweise so weit. Dann wird ja eine Einheit zusammengestellt, die aber eigentlich Humps. Nichts. You send me Humps. Ja, genau, die erstmal nichts auf die Reihe kriegen. Und da ist Walczek dann angepisst und sagt, die haben doch damals hier gute Arbeit gemacht mit meinem Schwiegersohn. Genau, weil Presbyluski halt immer so von Daniels schwärmt und so weiter. Mhm. Und das ist dann quasi die Rettung für Daniels. Und alle anderen. Und alle anderen eigentlich. Außer McNulty. Erstmal nicht McNulty, dann später eben noch. Mhm. Genau, und dann haben wir halt wieder die Konstellation, die wir in der ersten Staffel hatten. Auch weil durch diesen Mordfall Bank und Lester Freeman, der ja jetzt mittlerweile bei Homicide arbeitet, also bei einer Mordkommission, auch reingeholt werden. Nachher eben auch McNulty, Herc und Carver. Auch ganz interessant, Carver, das war ja... er hat ja Lieutenant Daniels verraten in der ersten Staffel und muss jetzt, obwohl er schon aufgestiegen ist zum Sergeant, mehr oder weniger kuschen. Das ist ja auch so eine Nebenstoryline in dieser Staffel, dass Herc und Carver sich nicht so wertgeschätzt fühlen. Ja. Das ist ja schon in der ersten Staffel so. Ja, aber diesmal ist es, in der Staffel ist es jetzt auch noch echt krasser aufgefallen und es passieren ja auch echt unglückliche Dinge und es ist ja auch... Sie wenden sich ja dann auch krass gegen Daniels am Ende, auch ein bisschen zurecht, ne? Weil, dass ihnen dann nicht Bescheid gesagt wird, wenn sie irgendwo warten, dass sie eigentlich abziehen können. Also sie machen ja eigentlich in dieser Staffel fast nichts anderes, als irgendwo vor irgendwelchen Häusern abhängen. Und das Lustige ist ja, dass bei den beiden sich die Rollen vertauscht haben in der Staffel. Also Herc, weil es ja auch um den Drogenhandel wieder geht, aber dieses Mal um den weißen Drogenhandel, sag ich jetzt mal, also in den weißen Teilen der Stadt. Ja.
also das so hafennah, die sind halt eben von ja, hauptsächlich weißen Bewohnern bewohnt und ja, da muss eben Herc auf die Straße gehen und die Hand-to-Hands machen, mhm. also irgendwie bei sich als Junkie ausgeben und bei Straßendiener kaufen und Carver und Kima und wie heißt der dritte? Ja, Carver und Kima. Sidnor? Ja. Genau. Ist der überhaupt dabei in dieser Show? Der ist dabei, aber der hat eine kleine Rolle. Ja. Ja. Aber der ist nicht in einem Detail, ne? Eigentlich. Ja, nee, den haben sie dann nur manchmal dabei, wenn sie irgendwie Fotos machen oder sowas. Ja. Genau, und ja, dann das ist eigentlich auch ganz witzig. Ja. Ziemlich coole Szenen, als Herc dann zum ersten Mal undercover gehen darf. Genau, und mit so einem fetten Baggy-Anzug. irgendwie so. Und seinem Dings, da, wie heißt es? Ja, Zahnstocher. Genau. You hearing this? Ja. Ja, und dann später kauft er ja irgendwie auch noch so ein super teures Teil und ah, ja, steckt die dann Fuzzy Dunlop-Geschichte. Ja, genau, steckt das dann in so ein in so einen Tennisball, ja. Das ist auch vielleicht eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich die beim ersten Mal so richtig verstanden habe, die man vielleicht auch nicht so ganz kapiert, wenn man The Wire zum ersten Mal schaut. Sie verlieren dann halt also dieses Gerät, was sehr teuer war, und wollen halt die Kohle dafür irgendwie wiederbekommen, weil sie das ja auf ihre eigene Kosten erstmal gezahlt haben. Und tun dann so, als hätten sie die Informationen von einem Informanten und stellen das dann quasi bei Daniels in Rechnung, dass der Informant bezahlt werden muss und der heißt dann Fuzzy Dunlop irgendwie. Das ist ja ein Cousin von Herc. Ja, genau. Den fotografieren sie dann und der verlangt ja dann irgendwie noch 10% dafür, dass er sein Bild hergibt. Ja, genau. Ja, sehr schön. Also die Herc und Cover Storyline ist eigentlich, also sie ist in dieser Staffel sehr Comic Relief mäßig angelegt. Auf jeden Fall. Aber auch trotzdem gut, weil es dann ja auch wieder für die nächsten Staffeln dann irgendwie so den Grundstein legt. Ja. Man kann halt bei The Wire, ist ganz interessant, auch zum Beispiel eine Figur wie Bubbles wird ja ziemlich rausgenommen hier in der Staffel. Aber trotzdem bleiben die immer in dieser Welt. Und am Schluss hat er dann auch wieder die entscheidende Information dazu, wie es dann weitergeht in der dritten Staffel. Genau. Also es ist halt schon geil, wie sie mit den Figuren arbeiten. Und ich finde es halt auch so krass, wir haben jetzt gerade den Ausgangspunkt der Geschichte so ein bisschen offengelegt. Da muss man halt erstmal als Storyschreiber überhaupt drauf kommen. Das ist ja eine Geschichte, die irgendwie so auf Zufällen basiert am Anfang und dann aber total gut ineinander fließt. Ich finde das also ziemlich krass, das so von Anfang an auszulegen. Das ist ja also krasses Storytelling auf jeden Fall. Und vor allem, wie es dann am Ende also diese auch zwei Geschichten wird. Zusammenlaufen, also einmal Walczek und so weiter und diese Mordfälle. Mhm. Genau, wie es dann am Ende aufgelöst ist. Und es gibt immer wieder auch Zufälle da drin. Das ist, also weißt du, in anderen Serien ist alles immer, ja, das passiert, weil das passiert, weil das passiert, weil das passiert. Und da kommen dann so Zufälle zwischen rein. Und dann geht es in eine komplett andere Richtung. Aber im Endeffekt bleibt es trotzdem eine geile Geschichte oder eine super treffende Geschichte. Und das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass eben David Simon diese 20-jährige Erfahrung als Reporter hat und einfach auch weiß, wie es abläuft. Und ich kann mir vorstellen, dass in anderen Writers' Rooms sieht es halt irgendwie so aus, dass sie sagen, ja, okay, wir haben jetzt 13 Episoden und wir müssen jetzt von Punkt A zum Punkt B kommen und da irgendwie über 13 Episoden was da zum Beispiel bei der zweiten Staffel von House of Cards, durch die ich mich gerade mit Reviews quäle, da ist es ganz offensichtlich, dass man eben irgendwie versucht hat, okay, wir haben jetzt diesen Konflikt und den müssen wir jetzt über 13 Episoden auswälzen und dann müssen wir von dem Punkt zu dem Punkt zu dem Punkt zu dem Punkt. Und das hast du bei Wire halt nicht, weil es alles so organisch wirkt. Ja, definitiv. Da bin ich mir jetzt aber, also das finde ich das ziemlich beeindruckend an der Serie und das muss ja auch, ich weiß nicht mehr genau, ob David Simon das mal gesagt hat, hatte er von Anfang an alle 5 Staffeln so storymäßig im Kopf, nicht so 100%. Ne? Nee, aber überhaupt nicht, weil sie hatten ja, also sie wussten ja nach jeder Staffel nicht, ob sie nochmal eine genau, eine gerade darum finde ich es nochmal beeindruckender, dass es dann so gut funktioniert, dass ja auch Sachen in gewissen Staffeln aufgebaut werden, die dann in der nächsten Staffel so gut weitergeführt werden. Das muss auch erstmal funktionieren, ohne dass es irgendwie aufgesetzt wird. Aber gut, wie gesagt, wir haben ja in der ersten Wire-Podcast-Ausgabe schon ausgegeben. Nicht ausschweifen. Wir konzentrieren uns ein bisschen mehr hier auf die Story. Ja. Nochmal ganz kurz, weil das auch eine Sache ist, die vielleicht nicht so klar ist, wenn man es zum ersten Mal schaut, weil wenn man jetzt vorhin bei Frank Sobotka, der quasi der Gegenspieler zu Walczek ist, auch im Mittelpunkt der Geschichte steht als der Chef der Union, was ist eigentlich sein Ziel? Ne? Also wir haben gesagt, denen geht es einfach nicht gut, den Hafenarbeitern, die kriegen zu wenig Schiffe, zu wenig Arbeit. Mhm. Und es geht darum, dass er deswegen quasi sich auf dreckige Geschäfte sozusagen einlässt, ja, diese Container-Cloud für The Greek und Konsorten, weil er mit diesem Geld schmiert er quasi Politiker, um
den Kanal breiter machen zu lassen, für zum Beispiel für Infrastruktur am Hafen. Genau. Die sich aber auf die Arbeit beziehen würden und nicht zum Beispiel, wie es ja am Ende dann passiert, auf irgendwie neue Kondos, also neue Luxus-Apartments und so das weiter. Das ist halt auch ein zentraler Konflikt, den ich halt auch so faszinierend finde in dieser zweiten Staffel, dass sie diese Arbeiterklasse-Thematik reingebracht haben, weil Frank Sobotka ist halt so dieser klassische Gewerkschaftstyp, der halt wirklich, dem seine Mitarbeiter und Gewerkschaftsleute wirklich am Herz liegen und der halt einfach dafür sorgen will, dass es mehr Geschäfte im Hafen gemacht werden, dass mehr Schiffe, Containerschiffe wieder den Hafen anlaufen und dass eben dadurch mehr Leute in Arbeit kommen. Mhm. Und demgegenüber stehen halt diese Businessleute, die halt mit Luxuswohnungen und Luxuswohnarealen Geld verdienen wollen und da würde halt eine ganz kleine Klasse nur von Investoren dran verdienen. Ja. Und an Frank Sobotkas Projekt würde halt eine breite Masse an Arbeitern verdienen, so wie es halt früher einfach in Industriestädten wie Baltimore war. Ja, auf jeden Fall. Also man steht ja schon, man sympathisiert auf jeden Fall schon so ein bisschen mit ihm. Allerdings muss ich diesmal auch sagen, kam mir diesmal auch mehr noch der Gedanke, er ist natürlich auch schon so ein bisschen verklärt. Ne? Also er hängt an der Vergangenheit und er sagt es ja auch immer, ich meine, es ist ja eigentlich auch zum Beispiel völliger Quatsch und es kommt aber dazu, dass Siggi ein Hafenarbeiter ist. Passt halt null zu ihm irgendwie und es ist einfach nur so, weil es sein Sohn ist. Ja? Und er sagt halt auch immer ja und er sagt dann auch, glaube ich, in dem Gespräch mit seinem Anwalt irgendwann mal oder mit einem Politiker, den er besticht, ich weiß nicht genau, dass es ihm halt wehtut, dass die Sobotkas keine Zukunft mehr haben am Hafen. Und das sind ja auch extrem skeptisch, als einmal diese Vorstellung dieses Hafens in Amsterdam, glaube ich, sind. It's a horror story that I just watched. Und in Rotterdam, Entschuldigung. Wo ganz viele Sachen eben von Maschinen und so gemacht werden. Und sind da ja total kritisch. Und man denkt auch, ja, richtig und so, da hat ja kein Mensch mehr Arbeit. Auf der anderen Seite passiert dann so ein Unfall, wo ein Typ sein Bein verliert. Ne? Und dann denkt man sich auch schon, ja, okay, ist ja schon nicht so schlecht, wenn man die Leute auch nicht mehr so einem Risiko aussetzt. Okay, wenn sie keinen Job mehr haben, bringt sie auch nichts. Ja. Aber es ist nicht, wie wir gesagt haben, es ist nicht so schwarz und weiß. Deswegen kann man Sobotka auch durchaus ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Klar. Natürlich kann man diesen Investoren noch viel kritischer gegenüberstehen. Ich meine, seine Methoden allein schon. Und genau, das ist ja schon er denkt Anlass immer, die, zu großer Sorge. Das rechtfertigt. Das Ziel rechtfertigt die Mittel, die er dann einsetzt im Endeffekt. Mhm. Und das wird ja auch dann sehr klar so dargestellt, dass es eben nicht so ist. Und es ist dann auch sein eigenes Ende. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist er so ein bisschen wie Walter White aus Breaking Bad. Ne? Er hat eigentlich hehre Motive, will ihn quasi für seine Schäfchen sorgen, aber bedient sich halt der falschen Mittel. Ja. Genau, da haben wir eigentlich so den groben Anstoß der Staffel. Wir haben halt noch diese Sache, dass diese 12 Leichen gefunden werden in diesem Container, wodurch dann die Mordkommission noch mit ins Spiel kommt. Und ja, dadurch entsteht ja auch die Detail dann in Zusammenarbeit mit Bank und Lester. Und was sie dann machen ist, das geht ein bisschen schneller als in der ersten Staffel, dass sie dann Wiretaps und so haben, dass sie die Computer klonen und sich angucken können, welche Container verschieben. Und dann immer mehr dieser Organisation auf die Spur kommen. Die vielleicht können wir auf die kurz eingehen, vom Greek sozusagen gesteuert wird. And I'm not even Greek. Ja. Also das wollte ich auch nochmal fragen, ist es, aber Sie sprechen Sie Griechisch? Das weiß ich nicht. Aber lustigerweise, ich hab gerade Besuch von ein paar Kumpels von mir, auch große Wire-Fans, und ich hatte es vor kurzem mit denen darüber. Und der eine meinte irgendwie, er hat versucht, mit allen möglichen Mitteln rauszufinden, ob dieser Greek wirklich griechisch ist, und hat irgendwie irgendwelche Freeze-Frames gemacht und hat irgendwie auf Zeitungsausschnitte geguckt und so. Und einmal ist es wohl so, dass er tatsächlich eine griechische Tageszeitung liest. Aber ja, ich glaube, sie sprechen auch Griechisch. Also er und Wanders heißt er, ne? Ja, genau. Sprechen ja auch Griechisch, aber... Ja, und dieser Kutris, dieser FBI-Agent ist ja auch Griechisch. Also ja, ich weiß halt nicht genau, wie es gemeint war in dem Moment, ob es einfach nur so meinen, dass sie ja sowieso ein anderen Pass geben lassen können oder ob er wirklich gar kein Grieche ist. Kann ja auch sein, dass er irgendwie Türke ist und vom griechischen Teil der Insel, nicht Türke, sondern welche Insel? Zypern, Zypern, genau. Also man weiß es einfach nicht, ob er wirklich Griechen ist oder nicht. Aber und sie haben ja noch denjenigen, der für die Drogen verantwortlich ist, Eton, der ein Israeli ist. Ja, und dann noch Sergei Molotov, der Russe. Ja. Why always Boris? Did they have hands?
Nein, wo sind das? Ja, sehr schöne Figur. Ja, da haben wir eigentlich schon so die meisten von diesen Kartell sozusagen abgehandelt. Und es geht halt darum, dass Subotka und Co. und vor allem, wer auch im Mittelpunkt steht, ist sein Neffe, Nicky. Ja. Sich mit den Jungs einlassen müssen, weil sie einfach sonst gar nicht über die Runden kommen. Wir haben es gerade, wir haben es bei Nicky auch noch thematisiert mit seiner Familie. Mhm. Er wohnt irgendwie im Keller bei seinen Eltern mit seiner Freundin und seiner Tochter, was halt auch gar nicht geht. Und ja, seine Freundin wohnt ja gar nicht da, sondern muss immer rein und rausschleichen. Ah, ja. Die Mutter ist nicht mitkriegen darf. Ja, stimmt, ja. ja, es ist natürlich auch sehr traditionell dann noch alles. Ne? Ja. Dadurch kommt es ja auch so ein bisschen in Gang, ne? Die Sachen mit der Kirche und so weiter. Genau, und wir merken halt, dass es auch eine ganz coole Gegenüberstellung in dieser Staffel. Nick auf der einen Seite ein sehr fähiger Typ, der aber irgendwie ja, durch diese Traditionssache in diesen Job gerutscht ist, in dem er eigentlich gar keine Zukunft hat und dann auch so ein bisschen wie sein Onkel gezwungen ist, auf die schräge Bahn zu gehen. Und Siggi, der ja, wie soll man sagen, der eigentlich... Der will halt ein großer Player sein im Drogengeschäft, aber er ist halt so ein Hänfling einfach. Ja, Nick macht's, weil er würde es erstmal nicht machen. Er sagt ja auch immer, ey, stell mich nicht an irgendeine Straßenecke wie die Wigger. Like some YOLO from the project. Und macht das, aber er kriegt dann, als es dann funktioniert, ist er ja schon so ein bisschen, boah, es läuft eigentlich ganz gut. Er kauft sich dann erstmal ein neues Auto, so, und ist halt flush. Siggi ist auf der anderen Seite eigentlich dem schon immer so ein bisschen zugewandt gewesen. Es wird ja auch immer gesagt, dass er im letzten Jahr irgendwie mal so ein Package verloren hat schon und so weiter. Und aber alles, was er, und Nick ist halt immer so der Beschützertyp, ne? Er versucht ihn durchzuziehen und gibt ihm auch oft Geld und so. Und alles, was Siggi aber nicht selbst verdient hat, das finde ich auch geil an Siggi. Der ist ein Charakter, man erfährt nicht viel über seine Vergangenheit, wie man eigentlich nie großartig viel über die Vergangenheit von den Figuren erfährt. Aber man fühlt sich total schnell in diese Figur rein, weiß eigentlich genau, was er die letzten Jahre so erlebt hat, sondern dass er immer halt immer so ein bisschen der Depp war, ne? Hm. Immer verarscht, weil er nichts so wirklich auf die Reihe kriegt und es hat immer mehr seinen Stolz verletzt. Hm. Und ja, er will dann auch nichts von Nick annehmen und verbrennt dann auch das Geld teilweise. Also ganz schmeißt es aus dem Fenster und alles. Und kauft seiner Ente irgendwie diese Diamanten. Ja, er kauft erstmal eine Ente und hat sie an einem Halsband. Mhm. Ja, das ist schon ein ziemlich tragischer Charakter, aber auch einem, der einem halt auch öfter mal über den Weg läuft. So, ja, irgendwie so körperlich bisschen minder entwickelte Jungs, die irgendwie aber große Träume für sich selbst haben und dann da wirklich nicht schaffen, irgendwie da das auch umzusetzen, was sie sich vornehmen. Mhm. Ja, über Siggis Ende müssen wir vielleicht nachher noch kurz sprechen. Machen wir erst nochmal kurz den Bogen. Es geht ja auch durchaus noch, und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Storyline aus der ersten Staffel, Street-Storyline sozusagen weitergeführt mit Avon, mit D'Angelo, mit Stringer und so weiter. Und Bodhi, den wir auch noch so als einen der prominenteren Figuren aus der ersten Staffel, wir haben ihn in der zweiten Staffel noch recht prominent. Mhm. Was ich auch ziemlich geil fand, ich weiß noch, als ich das erste Mal geguckt habe, war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, in der ersten Staffel kriegt man das gar nicht so mit, dass es auch in die Richtung noch weitergeht. Ich dachte, Stringer und so, alle weg, schade. und dann das cool fand, dass sie das so geil da wieder reingewoben haben. Da hatte ich am Anfang gar nicht so mit gerechnet. Ich dachte, das wäre so, oh, jetzt neuer Fall und alles neu, so, ne? Ja. Aber ist halt gar nicht so. Und gut, wir haben die Ausgangslage ist, dass Avon ja im Knast gelandet ist, aber und D'Angelo auch, der die deutlich höhere Strafe bekommen hat, ne? Irgendwie 25 Jahre oder so. Ja, genau, er hat ja quasi einen Großteil der Schuld auf sich genommen und wurde von seiner Mutter dazu überredet. Genau, und im Knast haben wir jetzt die Situation, dass Avon versucht, D'Angelo... Avon ist schon wieder der King im Knast. Ja, das also sowieso. Er zieht wieder alle Fäden, er ist wirklich so der... er ist ja auch, keine Ahnung, hat irgendwie alle hinter sich. Also ist es wahrscheinlich seinem Fame zu verdanken, seinem Straßennamen quasi, dass alle vor ihm kuschen. Ich glaube, es ist noch nicht in der Staffel, aber es gibt irgendwann so eine geile Szene. Ich glaube, es ist in der nächsten. Das ist eine kleine Szene, die kann man vielleicht vorwegnehmen, wo er irgendwie, es wird Baseball gespielt im Hof, im Knast. Und als er auf einmal rauskommt, machen alle so kurz einen Break und er läuft so neben dem Feld entlang, bis er... Das ist aber in der zweiten Staffel. Ist es in dieser Staffel? Naja, weil da redet er ja mit Weebay. Ja. Und da kommt, glaube ich, auch das erste Mal... Ah, nein, du hast recht, nicht. Da kommt das erste Mal Cuddy vor. Ja. Ja, genau. Okay. Aber er hat halt den Respekt auf jeden Fall. Aber es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass im Knast dann Weebay Probleme mit diesem einen Wärter hat und dann
dadurch Avon eine Chance sieht, schneller rauszukommen ja. aus dem Knast. Auch eine super krasse Nummer, ja. Die man sonst auch vielleicht in Serien nicht so in dieser Form sehen würde, nach dieser Logik, aber das ist eine Logik, die kann ich trotzdem total nachvollziehen, dass sie so passieren könnte. Ist natürlich ziemlich gewagt, aber das halt zeigt halt Avons Macht. Also er weiß, dass dieser Wärter Drogen reinschmuggelt ins Gefängnis und lässt dann über Stringer und verschiedene andere Leute das so machen, dass er dann schlechtes Zeug mit reinbringt, dadurch dann Leute mit Gift vermischt. Ja, dadurch dann Leute sterben, glaube ich. Ja, sterben mehrere. Und das ist halt auch das Bemerkenswerte, also dass Avon wirklich in Kauf nimmt, dass da mehrere Leute sterben einfach dabei. Ich meine, natürlich sogar auch ein Mörder, aber... Und sogar halt auch in Kauf nimmt, dass die ja eventuell sterben könnte, das ist am Anfang die Problematik, dass die sich eben von ihm abgrenzt. Er sagt ihm ja, dass er keins nehmen soll. Genau, also, aber... Das ist ja nicht garantiert. Nee, natürlich. Und die ist so ein bisschen mit Drogen und versucht sich dadurch so ein bisschen über Wasser zu halten oder ist halt deprimiert. Und Avon merkt, dass er sich von ihm entfernt, was ja auch schlecht ist. Es ist immer so eine Frage bei Avon, man glaubt ihm schon, dass ihm das persönlich wichtig ist, aber im Endeffekt stellt es halt vor allem die Organisation in Gefahr. Weil wenn die irgendwann mal keinen Bock hat, mehr 25 Jahre zu machen, dann hat er vielleicht immer noch die Möglichkeit, was zu verraten und dann weniger Jahre zu machen. Er jederzeit auspacken und dann wird er wahrscheinlich sogar Immunität bekommen, also keine Immunität, aber wird seine Haftdauer reduziert werden um einiges. Ja. Oder er wird sofort drauf freikommen sogar. Und das macht jetzt Avon aber auf eine andere Weise, indem er dann nämlich sagt, ja, ich weiß, wie die schlechten Drogen irgendwie in den Knast gekommen sind, wenn ich das zugebe. Und er hat seinen Anwalt dabei, Levy, immer am Start. Den wir auch wieder sehen. Und sie handeln dann aus, ich weiß gar nicht genau, was sie aushandeln. Auf jeden Fall, dass er eine deutlich kürzere Haftstrafe hat. Glaube ich, 7 Jahre und dann kommt er, glaube ich, nach anderthalb soll er dann rauskommen. Mhm. Also es dauert wirklich, also es ist wirklich... Eine starke Reduzierung der Haftdauer. Ja. Aber er gibt ja auch quasi die Informationen preis, die wiederum die Gefängnisleiter quasi unbedingt brauchen, um diesen Fall zu den Akten legen zu können. Ja. Weil sie haben jetzt einen großen Skandal. Die Medien horchen auf, sie wollen Antworten. Sie stehen unter großem Druck. Und das weiß Avon natürlich. Und genau da spielt er dann rein. Und er ist der Einzige, der quasi die nötigen Informationen hat. Und deswegen ist es auch möglich, diese Haftstrafe so radikal zu reduzieren. Mhm. Und die hätte halt... Er sagt ja die auch dann, halte dich an mich und so, dann können wir da auf jeden Fall was drehen. Aber die hat dann mit der ganzen Sache irgendwann so ein bisschen abgeschlossen. Ich glaube, es gibt auch nochmal ein recht emotionales Gespräch mit seiner Mutter, wenn ich mich nicht täusche, jetzt in dieser Staffel. Das war noch nicht in der ersten Staffel, glaube ich. Ne? Ich glaube, als die dann versucht, klar, lass mich einfach in Ruhe. Ich will mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben, auch wenn ich dadurch jetzt keine Vorteile mehr habe. Also er will so ein bisschen abschließen mit dieser ganzen Geschichte und auch mit seiner Familie. Er will die ganzen Familienbande halt einfach kappen. Also er kriegt ja auch wenig Besuch von seiner Ehefrau oder von seiner Freundin, mit der er ja ein gemeinsames Kind hat und so. Und sie wird dazu angehalten, dass sie ihn öfter besuchen kommt, aber macht sie nicht, weil sie dann auch mit Stringer irgendwie anbandelt und die merkt halt dann einfach, dass das kein guter Umgang für ihn ist. Und er will halt einfach diese Strafe akzeptieren und will sich quasi in diesen 20 Jahren einfach zu einem besseren Menschen entwickeln. Ja. Und das war ja schon immer so ein bisschen der Wunsch von Dee. Mhm. Also er wollte es ja auch in der ersten Staffel zum Beispiel Wallace ermöglichen, dass er halt rauskommt aus diesem Game. Und dieses Mal wieder selbst und umso tragischer ist es dann. Ja, da können wir ja gerade dann drauf eingehen. Also es ist dann halt so, dass... dann im Endeffekt Stringer die große Gefahr erkennt, die da ist. Und vielleicht hätte Avon tatsächlich das nicht so gemacht oder hat er auch nicht unbedingt geplant gehabt. Er weiß auch, dass die Gefahr da ist. Aber Stringer handelt dann hinter Avons Rücken sozusagen und sagt, das ist eine zu große Gefahr, ein zu großes Risiko, da müssen wir aus dem Weg schaffen und bezahlt dann Leute, die ihn dann umbringen im Gefängnis. Geht da außerhalb von Baltimore, damit da irgendwie keine Verbindungen entstehen. Ja. Da gibt es auch diese kurze Szene, wo der Typ dann auch meint, Baltimore-Niggas sind crazy oder so. Wenn ihr schon nach Washington kommen müsst, um eure Auftragsmorde zu machen, da kann irgendwas nicht stimmen. Und die wissen dann auch gleich, dass das nicht alles lupenrein ist, was Stringer da beauftragt. Mhm. Genau, und ich fand die Szene, die finde ich eine der stärksten, also was ist der stärksten, aber die fand ich halt super bitter. Ich wusste natürlich, dass sie kommt, habe die Staffel auch schon ein paar Mal gesehen.
Und es gibt kurz bevor die stirbt diese Szene, wo er im Buchclub oder so ist und dann auch über, ich glaube, The Great Gatsby spricht und so. Und da hat auch merkst du, ja, irgendwie die lernt was und das ist ein cleverer Typ und man wird es ihm voll gönnen, dass er jetzt irgendwie ein bisschen klarkommt. Ja. Und er dann umgebracht wird. Und ja, ich fand es super bitter. Ich wollte es fast überspulen. Es ist auch echt, die Szene ist dann auch echt hart anzusehen. Er wird, ja, sie ist, wird ja auch in voller Länge quasi präsentiert. Und ist ja halt ähnlich wie mit Wallace in der ersten Staffel. Hm. Halt so bitter. Ja, die ganzen, das ist halt einfach die sympathischsten Kerle irgendwie. Ich meine, natürlich sind sie alle irgendwie Verbrecher und Gangster und was weiß ich was, aber die noch irgendwie ein halbwegs schlagendes Herz haben, die werden dann halt auch einfach erwischt. Die sind einfach zu weich für das Game. Mhm. Ja. Okay, wo könnten... Aber wir könnten ja vielleicht diese Storyline noch abschließen, die Barksdale-Sache, weil die ja nicht direkt jetzt mit den ganzen anderen Sachen zusammenhängt. Also es ist ja dann auch so, dass das große Problem von Stringer ist, dass sie schlechtes Produkt haben. Und dass sie auf der Suche, also Probleme haben, ihre Corners und ihre Territorien quasi zu halten. Ja, also vor allem, sie haben halt die High-Risers, also so zwei so Hochhausplattenbauten, die halt so als super Territorium gelten, weil du da den ganzen Tag einfach Drogen verticken kannst ohne Ende. Ja. Genau. Und da ist aber nichts mehr los. Ja, weil die Drogen nicht die Qualität haben. Genau. Ja, deswegen hintergeht Stringer Avon ein zweites Mal, indem er sich dann an Proposition Joe wendet und ihm einen Deal vorschlägt und sagt, wenn ich was von deinem guten Shit krieg, der übrigens von den Creeks kommt, da ist dann wieder die Verbindung, aus dem Hafen, wenn ich von deinem guten Stoff was krieg, dann gebe ich dir was von unserem Territorium ab. Und das könnte er Avon, also er versucht es Avon zu verklickern, aber er kriegt sofort ein ganz klares Nein von Avon. Avon lehnt es kategorisch ab, weil er gekämpft hat für diese Territorien. Er hat halt irgendwie andere Drogengangs bekriegt. Mhm. Und aber Avon, Stringer macht es halt einfach trotzdem. Und dann kommt es halt zu diversen Verwicklungen. Also dann kommuniziert Stringer das auch nicht an seine Leute, weil die Gefahr ja besteht, dass Avon das mitkriegen könnte irgendwie im Knast. Also teilweise, ne? Er sagt teilweise, dann zu Bodhi und seiner Crew, und da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Bodhi und seine Crew, Bodhi geht dann so ein bisschen auf eigene Faust und sagt, dann wir müssen hier die da vertreiben und so, und dann kommt es halt zu einer Schießerei, auch eine sehr bittere Szene, wo dann ein Kind getötet wird, was quasi so einen Querschläger abbekommt an der Straße. Ich glaube, das ist halt dazu da, um nochmal zu zeigen, was halt passiert, wenn diese eigentlich recht, ja, ziemlich sinnlosen Bandenkriege ausbrechen. Und dass Stringer natürlich recht hat, das verhindern zu wollen. Ja? Wir wissen ja, dass Stringer in der ersten Staffel so als der Ökonom eingeführt wird, der irgendwie auch Kurse nimmt an der Volkshochschule und so weiter und einfach da dieses ökonomische Denken hat, im Gegensatz zu Avon, der das Street-Denken hat und das auch Proposition Joe sagt, Avon ist halt ein Soldat, ein Gangster, dem geht es eher dann um Ehre, als dass er da einfach sagt, ja, macht ja Sinn, ne? Und genauso Stringer halt, ne? Sagt, macht Sinn, dann machen wir das so. Und am Bodhi und seine Crew wird es schon so ein bisschen weitergegeben. Die wundern sich dann aber auch selbst, als dann plötzlich aus New York Brother Muzone kommt. Genau. Das ist jemand, den Avon dann angeheuert hat, weil Stringer hat argumentiert, wir haben nicht genug Muscle, also nicht genug Gangster, Soldaten, die halt dieses Territorium halten können. Wir brauchen, und deswegen wäre doch der Deal mit Joe ganz gut. Und er sagt, nö, dann hole ich halt noch Leute. Ja. Und das ist dann Brother Muzone, der anscheinend, und das ist auch eine, also man hat das immer mal wieder in The Wire, eher so eine Figur, die so ein bisschen aus der Reihe fällt. So ein bisschen comichaft. Ja, ein bisschen comichaft, das ist wirklich ganz so realistisch, aber es passt trotzdem irgendwie, weil es halt dann nicht übertrieben wird, dass er jetzt irgendwie krasse Superkräfte hat. Genau. Ja. Er wird ja dann auch irgendwann niedergemäht, ne? Ja. Von Oma. Ja, genau. Aber ja, in dem Moment fragen sich dann halt Bodhi und so auch, wir sollten die gestern, sollten wir noch die Eastside-Leute hier arbeiten lassen und heute gibt es da Leute, die vertreiben, macht ja irgendwie keinen Sinn. Ja, aber
Ja, Bodhi und so sind dann halt noch... Bodhi muss ja auch irgendwann mal so zwei Jungs entlassen, so zwei Lookouts ja, irgendwie. Stimmt. Dann fragen sie ihn irgendwie noch so, ja, what about severance pay? Also wie ist es mit einer Abfindung? Ja. Kriege ich jetzt noch eine Abfindung? So, weil ich habe jetzt kein Geld mehr. Ja. Und dann meint er irgendwie nur so, droht ihn halt irgendwie Prügel an. Ja, aber schöne Verbindung auch zu dem Thema ja, Union und Gewerkschaften. Ja, auf jeden und so. Fall. Das ist halt, ja. So läuft es halt nicht auf der Straße. Oder so, aber teilweise auch. Darauf muss man erst mal kommen. Ja. Stimmt, das ist ziemlich cool. Die sind ja dann auch, die gehen ja zu den Eastside-Leuten dann. Genau, und dann am nächsten Tag sehen sie sich, glaube ich, direkt in der nächsten Episode oder sogar in der nächsten Szene oder so, sehen sie sich wieder, wie sie sich dann quasi als Feinde gegenüberstellen. Ja. Gut, es entwickelt sich, und du hast recht, wir können den Strang jetzt quasi noch zu Ende gehen. Das entwickelt sich dann so weit, dass Stringer dann das Problem hat, scheiße, jetzt kann ich den Deal mit Proposition Joe, ist er eigentlich eingegangen. Ja. Er wird jetzt wieder zunichte gemacht, dadurch, dass Avon Brother Muzone eingesetzt hat. Ja, wie gesagt, der ist scheint legendär, selbst Proposition Joe sagt dann so, boah, nee, ich kann da niemanden drauf ansetzen und ja, so. Und hier Proposition Joes Neffe. Cheese, Cheese Wagstaff, gespielt von Method Man. Ja, stimmt. Ganz schönes, ganz schöner cool. Auftritt. Mhm. Ja, der wird ja dann auch angeschossen von Brother Muzone. Ja. Weil es halt einfach unklar ist, wer jetzt hier die Rechte hat, sein Zeug zu verticken. Ja. Ja. Genau, und dann sagt, dann muss Stringer wieder auf eine Idee kommen, okay, wie kriege ich jetzt den Brother Muzone los, den eigentlich ja meine Seite eingesetzt hat oder der eigentlich auf meiner Seite steht, theoretisch, ohne dass das irgendwie auf mich zurückfällt, hat dann die Idee, ich bringe Omar ins Spiel und lockt dann Omar, indem er sagt, ja, Brother Muzone war der deinen Freund damals Brandon gefoltert hat genau. Und so weiter. Ja, Omar ist ja auch skeptisch, vor allem sein Butch ist es, ne, sein Ansprechpartner. Genau, der das Ganze gebrokert hat quasi. Also. Gibt's auch diese geile Szene, wo er meint, ja, es wäre mir lieber, wenn irgendwie mein Neffe die Security machen würde oder so, als Joe ihm dann anbietet, ja, ich kann auch für Sicherheit stehen und so. Und, und dann Butch sagt, nee, lieber mein Neffe. Und der Neffe ist einfach so ein riesen Schrank mit so einer Garde, der läuft immer so ab und zu im Hintergrund rum. Super. Genau, und dann, ja, Oma geht drauf ein, obwohl er auch skeptisch ist, überrascht dann Brother Muzone und... Ja, genau, er, wie kommt denn das dann nochmal? Dann schießt er ihn doch an. Ja, er schießt ihn an und... Genau, er lockt ihn quasi aus dem Versteck mit seinen zwei... Oma hat ja auch in dieser Staffel, ist ja dann auch wieder aufgetaucht quasi, weil Bank ihn unbedingt gebraucht hat für das Verfahren gegen Bird. Ja. Wo er ja einfach nur lügt. Also genau. Er ist ja, stimmt, es ist auch noch eine Sache von der ersten Staffel, die quasi jetzt abgeschlossen wird, die aber auch schöne Szenen beinhaltet. Gerade die auch nochmal Bubbles ins Spiel bringt, weil McNulty ist ja derjenige, der Omar suchen soll, weil niemand weiß, wo er ist, weil er am Ende der ersten Staffel nach New York abgehauen ist. Und dann sagt er irgendwie, erwischt McNulty Bubbles und sein Kumpel Johnny, wie sie gerade irgendwelche Kopfhörer klauen. Stimmt, sehr gut. Und dann erpresst er die beiden irgendwie, ja okay, entweder ich nehme euch jetzt fest oder ihr liefert mir Omar aus. Mhm. Und irgendwie Kopf fällt dann noch das schöne Sprichwort No Taxation Without Representation, macht dann irgendwie Bubbles so. Und darf dann auch irgendwie die Kopfhörer behalten und die verticken und keine Ahnung, das ist dann McNulty auch wieder scheißegal, oder? Ja, das sowieso, solange man gute Informationen bekommt. Genau, und dann schafft es Bubbles tatsächlich irgendwie Omar zu finden, aber wird auch von Omar gleichzeitig bedroht und beschwert sich danach noch bei McNulty, dass er irgendwie so in die zwei Shotgun-Tunnel reingeguckt hat so, und ganz schön Schiss hatte. Naja, auf jeden Fall kommt er dann nochmal ins Spiel und McNulty kann halt Bank Omar quasi ausliefern, um gegen Bird aussagen zu können. Ja, und der Fall ist dann auch quasi Der Fall ist dann abgeschlossen, Bird kommt dann in den Knast. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn nochmal sehen in den nächsten Staffeln, aber ist ja jetzt Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ja. Na, dazu muss man natürlich doch die legendäre Szene mit Omar irgendwie im Gerichtssaal, der anmerken, großartig. Der auch halt dann Levy vorführt mit auch einem sehr schönen Vergleich, dass Levy, dieser Drogenanwalt, auch nichts anderes ist als er, jemand, der sich bereichert an diesem Geschäft, ne, oder an dieser Kriminalität. I got the shotgun, you got the briefcase. Das ist ziemlich großartig, ziemlich großartiges Zeug. Und vor allem auch, wie er Klamotten shoppen geht. Ja. Mit was er dann anything zurückkommt. Anything with a tie. Ja, genau. Und dann zieht er sich irgendwie kurz vor dem Verfahren irgendwie so eine Tie einfach so komplett falsch. Ja. Bindet er sich die um. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen gesprungen, aber wir waren bei Omar, um das nochmal abzuschließen, ja genau, der dann auf die Jagd nach Brother Muzone geht, ihn dann noch ausfindig macht, ihn anschießt, aber dann im Endeffekt das nicht durchzieht, weil er merkt,
irgendwas stimmt da nicht. Muzon sagt auch, du hast falsche Informationen. Ja. Und Oma ist dann auch so, ja, ein Menschenkenner, dass er das glaubt. Und dann sagt, scheiße, ihr habt mich da irgendwie reingelegt, das ging eigentlich um was anderes. Und im Endeffekt dann auch sagt, der Stringer muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dabei ist der Krieg ja, davor gab es ja schon mal so eine Art, also davor war der Krieg ja schon da zwischen Oma und Stringer. Er hat ja auch dann eine neue Crew in der zweiten Staffel. Er hat ja diese zwei Mädels, die er dann irgendwie auch erst beobachtet, wie die ihre Raubzüge quasi abziehen und rekrutiert die dann und hat auch einen neuen Partner und so. Und dann ja, ist es dann eigentlich so, dass, ja, jetzt hat Stringer zwar das Muzon-Problem hat sich so ein bisschen erledigt. Er geht dann nochmal Brother Muzon im Krankenhaus besuchen. Mhm. Und Muzon sagt dann, ja, das Vertrag zwischen uns hat sich jetzt erledigt. Ja, er weiß ja auch Bescheid dann, was passiert ist. Ne? Ja, das ist ja, das fand ich, also das habe ich lange nicht so wirklich verstanden, ob er das jetzt wirklich weiß oder. Und ich habe auch, dann gibt es diese Szene, wo Stringer sagt, fragt dann noch so, ja, wer hat dann auf dich geschossen und so. Und er guckt dann so und Avon regt sich auch genau über diese Frage auf, dass es anscheinend so ein Code ist, der gebrochen wurde. Genau. Ja. Du kannst so einen Typen wie Brother und so nicht fragen. Ja. Entweder sagt das oder du hast nichts zu fragen. Erledigt es halt selbst. Ja. Ne? Ja. Und ich habe das auch nie so ganz verstanden. Also ich meine, das wäre schon sehr, sehr clever von Muzon quasi jetzt einfach zu wissen, warum das so passiert ist. Er hat vielleicht eine Vermutung irgendwie oder so, ja. Stringer ist dann wieder noch in bringt sich noch in eine schlechtere Position. Er verrät schon Avon mit, was die angeht. Er verrät Avon dann, was Proposition Joe angeht. Und er verrät Avon dann nochmal, was Brother Muzon angeht. Ja. Und ja, alles um diesen Deal mit Proposition Joe zu machen, aber was auch nochmal halt den Unterschied zwischen Avon und Stringer so ein bisschen klarstellt. Gerade so die letzte Szene, so, ja, du kannst das eigentlich nicht fragen, was so ein bisschen heißt, so, ja. Dem fehlen die Street Smarts. Ja, so ein bisschen. Er hat das ein bisschen aus den Augen verloren, ja. Diese Gesetze der Straße sozusagen. Und das, ohne jetzt, das ist das große Spoilern, wird dann halt nochmal in den nächsten Staffeln auch wichtiger. Ja. Oder und da gibt es ja nochmal diesen schönen. Diese schöne Einstellung, wie dann am Ende der Staffel quasi McNulty und Greggs wieder auf der Straße sind, weil sie eine neue Hinweise haben, dass es halt, dass der Drogenhandel wieder verschärft betrieben wird und dass es wieder Tote geben könnte und so. Und dann finden sie ja heraus, dass Proposition Joe und Stringer Bell zusammenarbeiten. Ja. Und das, was halt vorher unvorstellbar war, weil es Eastside gegen Westside war. Genau, ja. Ja. Eigentlich ja auch total albern, ne? Und dass Stringer und Proposition Joe jetzt die Ersten sind, die mal auf die Idee kommen, zusammenzuarbeiten, zeigt natürlich so, ja, da ist so ein neues Modell eventuell im Gange. Was ja theoretisch auch sicherer ist, für weniger Tote sorgen könnte und so weiter. Ja. Aber wo man halt nicht weiß, ob das so zu halten ist durch so Leute wie Avon und so weiter, ne? Genau. Die halt das vielleicht nicht so sehen. Ja. Okay, dann, ja, das ist so ein bisschen die Story. Line ist in dem Sinne so ein bisschen abgeschlossen. Müssen wir nochmal zurückkommen zur ganzen Sabotka-Sache und Co. Wir haben halt so Siggi und Nick, deren Geschichten sich so ein bisschen gegenteilig entwickeln. Nick wird eigentlich immer, er wird zwar kriminell, aber ihm geht's finanziell halt besser und dadurch ist er irgendwie ganz happy, kann sich auch vielleicht vorstellen, für seine Freundin eine Wohnung zu kaufen und so weiter. Und Siggi will es ihm nachmachen und wird immer ein bisschen immer größenwahnsinniger und lässt sich im Endeffekt aber dann immer halt verarschen und wird dann auch an so einen Explosionspunkt getrieben sozusagen, indem er dann den Mord begeht an Glikas. Ja, Double G. Double G. George Glikas. Der quasi die gestohlenen Sachen vertickt für diese Gang, für die Griechen-Gang. Der hat halt so einen Elektronikladen und vertickt das ganze Zeug. Am Anfang der Staffel klauen Nick und Siggi so eine Containerladung Kameras und verticken die ihm und machen da gutes Geld damit. Und Siggi will halt irgendwie immer gleich das Geld nutzen, um Drogen zu kaufen und fällt oder, dann halt auf die Fresse. Oder Leder. Mäntel. Ja, oder Ledermäntel für $2,000, genau. Das ist halt auch so. Obwohl sie irgendwie 24 Stunden zuvor noch gesagt hat, er soll nicht zeigen, dass er jetzt viel Geld hat und dann kauft er sich halt sowas. Das ist halt auch so mega nervig, wie man sich da über Siggi aufregen könnte. Ja, das ist halt irgendwie, man weiß halt, warum er halt so wahrgenommen wird, weil er immer nur Scheiße baut. Er kann sich nicht zurückhalten. Das ist auch so ein hässlicher Mann, wie er dann auch damit auf den Docks rumläuft. Sozusagen. Ja. Das passt halt auch. Ja, er
reizt ja diese Leute auch dann immer mit ja, seinem klar, Verhalten, ne? Wenn er da 100-Dollar-Scheine verbrennt und so weiter. Das geht halt gar nicht. Ja, ist halt ein bisschen größenwahnsinnig. Und der Schauspieler James Ranzoni, der hat auch eine ziemlich krasse Entwicklung durchgemacht. Also der war da in The Wire, ist er halt so ein Hänfling und mittlerweile ist das halt so ein richtig ziemlich aufgepumpter Typ. Der spielt ja auch bei Generation Kill mit. Ja, obwohl er da auch noch recht schmal ist. Ja, noch schmal, aber ja. So mittlerweile ist das halt wirklich so. Ja, aber auch ein Schauspieler, den ich auf jeden Fall mag. Also er spielt ja, das extrem gut. Auch so ein HBO-Urgestein, war glaube ich auch in How to Make It in America dabei. Ja, ist auch in Tremé. Nicht so lang, eher eine kleinere Rolle. Ansonsten weiß ich jetzt nicht genau, ob er noch was Neues am Start hat bei HBO. Ja. Tremé ist ja auch zu Ende gegangen. Können wir einen kurzen Umschweif. David Simon, darf man jetzt auch gespannt sein, ne? Was er als nächstes vielleicht so hat macht. Ja, ich glaube, es waren ein paar Sachen im Gespräch. So eine Miniserie über Martin Luther King. Ja. Ich glaube, das ist schon so halb in trockenen Tüchern. Ich dachte, das wäre abgelehnt von HBO. Oh, das war es abgelehnt? Nicht mehr jetzt, aber auch nicht. Aber das ist auch das Letzte, was ich gehört habe. Also ja, David Simon hat eine Idee für eine Miniserie über Martin Luther King. Wird ja passen. Auch wieder ein sehr politisches Thema. Ist aber noch nichts klar. Ich glaube, es gab auch noch eine andere Idee von ihm. Vielleicht war das die, die abgelehnt wurde. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich krasse Szene, als Ziggy dann quasi, also wir haben noch vorher Sachen, wo er mit Cheese aneckt, sein Auto verbrannt wird und es wird halt immer schlimmer für ihn. Ne? Alles, was er versucht zu machen, geht schief. Auf den Docks wird er verprügelt von diesem anderen Typ, nachdem ihn, der ihn auch mal verarscht hat mit diesem Schwangerschaftsanschreiben. Und dann verarschen ihn auch wiederum seine Kumpels da am Tag und sagst, hey, du kannst ihn fertig machen und so, obwohl sie genau wissen, dass er auf die Fresse bekommt. Wird er auf so Container hochgefahren. Genau, also immer mehr gedemütigt, bis er halt an dem Punkt ist und er lässt dann im Endeffekt an Double G aus. Und Also es ist ja dann zwischendurch so, dass er und Nick, also eher Nick, aber er ist da so auch nominell dabei quasi, dass sie immer weiter in diese Geschäfte mit den Griechen reingezogen werden. Also vorher war es so, dass Sobotka, also Frank Sobotka, Sigis Vater und Nicks Neffe, Nicks Onkel, er hat quasi die Geschäfte geleitet zwischen ihnen und die illegalen Geschäfte und Nick war manchmal der Ausführende oder sie waren beide die Ausführende, wenn, dass sie halt so einen Container klauen mussten oder sowas. Aber da hat es meistens aufgehört. Und dann fangen sie halt an, so kleinere eigene Geschäfte zu machen. Zum Beispiel sollen sie dann für den Greek oder für Wandes, sollen sie dann Chemikalien klauen. Ja. Und sie machen sich erst die ganze Zeit Gedanken, was wollen die bloß mit Chemikalien? Also so auf so Terrorzeug habe ich keinen Bock. Recherchieren sie ja auch einmal im Internet. Das finde ich auch eine schöne Szene, weil ich ja vorhin so gesagt habe, das ist auf der einen Seite, Ziggy hat ja eigentlich nichts an den Docks zu suchen. Ja. Und man merkt halt auch, dass er mit so Sachen umgehen kann, wie dem Internet ein moderner Typ ist irgendwie. Und das ist ja auch ganz gut. Da könnte er ja vielleicht auch was anderes machen. Und Nick aber da so total null Plan hat. Ja. Und you just put it in there and it gives you an answer. Ja. So das Internet so gar nicht weiß, was das Internet eigentlich ist. Ne? Genau, und wo man halt auch natürlich ein bisschen kritisch rangehen kann, wo man sagen kann, okay, da haben die Eltern jetzt vielleicht auch nicht so die beste Arbeit oder sein Umfeld nicht so die beste Arbeit geleistet und ihn nicht auf das moderne Leben irgendwie vorbereitet. Ne? Ja klar, die Eltern sind total in diesen 60er, 70er, 80er Jahren, wo die amerikanische Arbeiterklasse oder wahrscheinlich früher 50er bis 70er wirklich stark war und auch die Gewerkschaften stark waren und sie auch ein gutes Argument dafür hatten, stark zu sein. Ja. Und dann hat es halt angefangen mit Globalisierung und Jobs sind ins günstigere Ausland verlagert worden und es wurde einfach nichts mehr produziert in Amerika und deswegen hat man die ganze Arbeitskraft nicht mehr gebraucht. Ja. Und die Leute wurden überflüssig. Und sie sind halt noch so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet. Und das merkst du halt schön an Nick, der es aber gleichzeitig schaffen würde, auch in der modernen Welt irgendwie so klar zu kommen. Aber Ziggy halt einfach gar nicht. Und wo du aber in dieser einen kleinen Szene auch merkst, der könnte was anderes machen. Der ist vielleicht begabt mit Computern oder irgendwas. Ja. Der kann sich da reinfuchsen und so. Aber er hat halt auch noch diese romantische Vorstellung. Nick hat ja auch keine Ahnung, wie eine Digitalkamera funktioniert, was Ziggy ihm ja auch erklären muss. Das ist auch so geil. Manchmal ist es auch so ein bisschen anachronistisch alles, weil es auch, ich glaube, irgendwann erklären sie auch mal, was Text-Messaging ist oder so in dieser Staffel, weil so Leute wie McNulty das auch nicht so wissen. Ja. Das ist natürlich eine Zeit, wo das vielleicht auch noch nicht ganz so war 2003, ich meine. Extrem war, obwohl, ich jetzt gerade. Ich hatte mein erstes Handy, glaube ich, 2002 oder so. Kann man schon noch. Nee, das stimmt schon, wo vielleicht die Erwachsenen noch nicht so up-to-date waren mit SMS jetzt und so. Ja. Das ist aber ganz witzig, das muss man sich so ein bisschen vor Augen halten. Ja.
Okay, ja, Ziggy's Story endet dann auf jeden Fall, wie so oft halt bei diesen Figuren in The Wire, ziemlich tragisch. Er macht dann diesen, ja, Double G, verarscht ihn sozusagen wieder, sagt, gestern hat er gesagt, kriegst 20.000, heute sind es nur noch 10, Pech gehabt, denkt halt, mit dem kann man es machen. Und dann ist bei Ziggy so das Fass übergelaufen, er stürzt rein und erschießt ihn und verwundet auch noch einen Mitarbeiter oder einen seiner Söhne, ich weiß gar nicht genau, er ist ein Mitarbeiter, glaube ich, einfach. Ja, so ein. Und an der Stelle würde ich gerne mal kurz eine Mail vorlesen, die wir von Matthias aus Hagen bekommen haben, der eben auch was zu dieser Szene geschrieben hat. Und zwar schreibt er uns, kurz meine Kommentare speziell zur zweiten Staffel. Ihr habt ja schon angeteased, dass es euer beider Lieblingsstaffel ist. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich habe eher gesagt Staffel 3. Bei dir war es aber auf jeden Fall Staffel 2. Ja, ne? Ich würde eher sagen Staffel 3. Er sagt auch, ich muss auch sagen, dass sie diejenige ist, die unter den 5 Staffeln besonders hervorsticht. Obwohl ich Staffel 3 noch einen Tick besser fand, konnte ich dieser trotzdem mit am meisten abgewinnen. Amy Ryan war ein eindeutiger Gewinn für die Serie und ich könnte auch nichts anderes machen, als Bank und Lester beim Ermitteln zuschauen. Die Höhepunkte dieser Staffel, Moment, ich glaube, ich brauche einen Rewatch vom Rewatch, waren zweifelsohne die Bordell-Razzia, der Mord an D'Angelo und mit großem Abstand der Amoklauf von Ziggy. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies bis jetzt der größte What-the-fuck-Moment der ganzen Staffel war, denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, hat auf jeden Fall 3 gute Szenen genannt, ja, D'Angelo und eben Ziggy und ja, die Bordell-Razzia, die haben wir jetzt auch als irischer Geschäftsmann. Ja, sehr schön. Konnte sich nicht wehren. Das finde ich auch irgendwie cool. In anderen Serien wäre das so zwar auch so ein Lacher gewesen, vielleicht hätte es passieren können, irgendwie so, aber dass dann McNulty halt auch wirklich seinen Bericht dazu schreiben muss und dass die Leute schon hinter ihm stehen und sagen, das ist einfach, damit wirst du in die Annalen eingehen, das Baltimore Police Department, das ist echt schon ein Ding ist, das du eigentlich nicht bringen kannst. Das ist auch so eine geile Formulierung, dann, wie er dann ausdrückt, dass er quasi Geschlechtsverkehr hat. Ja, er wurde überwältigt, er war outnumbered. Ja, er wollte ja auch die Ermittlung nicht gefährden. Ja, genau. Sehr schön. Ja, cool. Dann mit Ziggy, ja, es passiert dann das. Dass er muss halt in den Knast und ganz bitter für ihn. Man merkt dann auch, dass er sich natürlich extrem schlecht fühlt, auch mit den Jungs, mit denen er dann drin ist im Knast. Er wird dann, glaube ich, auch verprügelt von seinen Mithäftlingen. Er ist dann erstmal in Gen Pop, also in General Population, wo halt alle in einer riesigen Zelle sind. Ja, sieht auch richtig fies aus. Richtig fies. Ja, obwohl, da gibt es noch eine harte Szene mit Lanceman, wo er sein sein Geständnis schreibt, wo er dann auch irgendwie dann noch so sagt, ja, können wir das hier ändern und will dann, dass Double G irgendwie gefleht hat, dass er ihn nicht umbringt und es nicht einfach gesagt hat oder so. Ja, also ganz, ganz seltsam, wo er dann auch doch so ein bisschen stolz drauf ist irgendwie fast, aber... Ja, ich weiß nicht, oder vielleicht in dem Moment auch einfach so sich bewusst geworden ist, was er da gerade gemacht hat. Ja, ja, stimmt. Also eigentlich wirklich stolz er nicht drauf. Er ist schon fertig. Ja. Also er will halt das einfach so wahrhaftig wie möglich. Er will halt jetzt keinen Scheiß mehr bauen irgendwie. Mhm. Er will halt jetzt einfach das alles so wahrhaftig wie möglich rüberbringen. Ja. Ja. Genau. Und durch die Situation ist dann Frank Sobotka natürlich auch noch extremer in der Scheiße als vorher. Und dann beginnt auch nochmal so eine Spirale irgendwie. Die sich dann so aufs Ende... Das hätte alles so einfach sein können. Die dann das Ende so zuläuft, ja. Wie kann man es sagen? Also Sobotka... Also, Frank wird ja dann auch irgendwann verhaftet. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt ein paar Schritte übersprungen. Es gibt ja auch noch die ganze Geschichte mit dem FBI-Agent, der quasi dann... Also die Greeks, die fungieren quasi als Informanten für das FBI. Ja, und das ist auch eine Sache, die echt tricky ist, man nicht unbedingt beim ersten Mal versteht. Also ich habe es so verstanden, es kommen ja dann, also das FBI in Form von hier Fitzhugh, den McNulty kennt und so, die bringen dann, die unterstützen die Ermittlungen. Ja, die werden halt angefordert von Walczek, weil Walczek merkt ja, dass Sobotka nicht mehr zum zentralen Ziel geworden ist, sondern dass es eben um diese viel größere Drogen- und Alkohol- und und Menschenschmuggel-Operation geht. Ja. Und dann merkt halt Walczek, irgendwann kommt er zu dem Detail rein und merkt halt, dass das Bild von Sobotka irgendwie nur noch so ganz links unten im und keiner sich für ihn interessiert so richtig. Und dann fordert er eben das FBI an und die übernehmen halt dann so ein bisschen den Laden. Vor allem, das habe ich jetzt, weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, vor allem, weil das FBI auf solche Sachen mit den Unions irgendwie eher spezialisiert ist oder das bei denen wichtiger ist. Oder ja, das ist dann dieses Racketeering, dieses RICO, diese RICO-Statutes, also das ist halt... so größere Verbrechens...
Kunstformen werden da halt unter so einem bestimmten Statut zusammengefasst und dann sind halt eben, wenn die halt nicht, wenn die über die Stadtgrenzen der Stadt, einer Stadt hinausgehen, dann ist halt einfach das FBI, die Bundesbehörde einfach dazu, dafür zuständig. Und ja, dann kommt es eben so, dass Sobotka wird verhaftet und soll eben auch aussagen und bietet sich auch an, auszusagen, im Gegensatz, im Tausch dafür, dass, dass Siggi und Nick, der mittlerweile auch per Haftbefehl gesucht wird, dass sie Strafmilderung bekommen. Mhm. Und das bekommt aber dieser FBI-Agent, der dessen Informanten die Greeks sind, bekommt es über so eine Art, ja, internes FBI-Mitteilungssystem. Genau, es ist immer so, dass wenn Fitzhugh, dieser ja. FBI-Mann, der in der Ermittlung beteiligt ist, was rausschickt an, ja, an einen Kontakt, ich weiß gar nicht genau. Ob ja, er schreibt einfach einen Bericht. Ja, genau. Und da kommen und halt so Keywords drin. Genau, vor. Und die hat er sich quasi gespeichert, ja. Sozusagen, ja. Dieser FBI-Typ. Und immer wenn gewisse Leute aus der Organisation vom Griechen genannt werden, gibt er die Informationen halt weiter. Ja. Also eigentlich ist er eher der FBI-Typen-Informant für die kriminelle Organisation. Andererseits gibt die kriminelle Organisation ihm ja auch was zurück, als dann dieser, als sie ihm dann sagen, ja, dann nimm hier diesen Container, da ist ganz viel Koks oder was weiß ich drin. Genau. Ja, genau. Sie geben quasi eine Lieferung auf. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie, also er ist, glaube ich, aber nicht geschmiert. Er ist, glaube ich, sie sind quasi Informanten für ihn, für Antiterror-Sachen. Und weil das einfach wichtiger ist als Drogenschmuggel, lässt er sie quasi weiter operieren. Mhm. Also es hat man ja öfter. Aber denkst du, der Typ vom FBI, der weiß, was der Greek und so machen, oder? Ja, dass die halt diverse dass es eine Verbrecherorganisation ist, denke ich schon. Aber die Frage ist halt, ob das halt einfach akzeptiert wird. Mhm. Dass er halt quasi weiter operieren darf, aber ihnen für den Antiterrorkampf Informationen liefert. Ja. Also so war mein jetzt Verständnis davon. Okay, ja, mir war das auch nicht so klar. Vor allem als Fitzhugh dann am Ende das merkt, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Er ruft dann da an und fragt nach einem bestimmten Namen und der Typ ist da gar nicht mehr. Da habe ich nicht ganz verstanden, wie das gemeint war. Ob dieser Typ, dieser FBI Mann, der quasi die Informationen immer an den Greek weitergibt, ob das dieser Name ist und der hat sich quasi einfach, der tut teilweise noch so, als wäre er noch in seiner alten Position, damit er da noch gewisse Informationen bekommt. Aber eigentlich sitzt er gar nicht mehr in dem Büro. Ja, so habe ich das irgendwie verstanden. Ja. Also es ist nicht sehr klar, aber wichtig ist, dass quasi die Griechen einen FBI Typen haben, der ihnen die Informationen früh genug gibt und sie deswegen quasi auch den Kopf im Endeffekt aus der Schlinge ziehen können. Ja? Ja. Wenn es dann aufgerollt wird, im Endeffekt Wonders und The Greek kommen halt frei. Oder sie verschwinden. Werden einfach nie belangt. Sie werden bevor das passiert, sorgen sie ja noch dafür, dass Frank Sobotka nicht aussagen kann, weil sie bekommen eben mit, dass er bereit ist auszusagen, dass er auspacken will und dann werden sie halt dran. Und das kriegen sie schnell genug mitgeteilt und dann machen sie halt Frank Sobotka den Vorschlag, dass sie dabei behilflich sein können, die Haftzeit von Siggi zu verkürzen, weil sie sagen, der Junge, der auch angeschossen wurde, der überlebt hat, die können quasi Druck auf ihn ausüben und sagen, dass es Notwehr war von Siggi. Und dann könnte er irgendwie schon nach wenigen Jahren oder sogar direkt freikommen und natürlich, Frank Sobotka will natürlich, ihm ist quasi alles egal. Ja. Und er will dafür sorgen, dass Siggi, dass Siggi freikommt oder nicht so lange ins Gefängnis muss oder was auch immer, will halt für das Wohl seines Kindes sorgen. Und und dann kriegen aber die ja in letzter Sekunde, bevor das Treffen stattfindet zwischen den Greeks und Sobotka, kriegen sie den Anruf, dass er aussagen will gegen sie. Dass er quasi schon mal so ein Vortreffen war. Und hätte er das nicht gemacht, hätten sie ihm dann den Deal angeboten. Aber da er es schon gemacht hat, denken sie, es ist schon zu spät. Und er wollte ja auch direkt auspacken gegenüber Perlman, der Staatsanwalt. Also eigentlich schätzen sie das richtig ein.
In dem Sinne, allerdings ist eigentlich noch nichts für sie passiert. Den Deal hätten sie ja trotzdem noch machen können und Sobotka hätte ja nie wieder zurückgehen müssen. Auf einmal sagen wir, ja, habe ich alles vergessen, was ich gestern gesagt habe oder so. Aber sie hätten auch, er hatte auch einfach direkt aussagen können, aber sie haben halt gesagt, die Staatsanwältin hat halt gesagt, ja, das machen wir morgen. Das war dann ja auch so eine Formalie, weil da niemand, er hatte keinen Anwalt dabei oder so. Und wieder doppelt bitter irgendwie. Das ist ganz, ganz hart. Ja. Und aber man muss dann auch dazu sagen, dass später auch noch Bank und so, glaube ich, sagen, das mit Siggi hätte so oder so nicht so wirklich hingehauen, weil Siggi halt dieses Geständnis abgelegt hat. Deswegen ist noch nicht mal so klar, ob das wirklich, ob sie dieses Versprechen so hätte halten können, die Griechen. Das heißt, er hätte dieses Treffen eigentlich gar nicht wahrnehmen müssen, wenn er gewusst hätte oder wenn er vorher mit irgendjemand konferiert hätte und gefragt hätte, ob das irgendwie was gebracht hätte. Ja, stimmt, so macht es auch nicht viel besser. Ja. Das ist so oder so noch bittere, extrem bitter. Ja, und dann wird er halt am nächsten Tag gefunden und ja, die, seine Leiche schwimmt im Wasser, so wie die am Anfang die Leiche im Wasser geschwommen ist. Ja, dann hat sich der Kreis wieder geschlossen. Ja, wie es so üblich ist, eigentlich auch so ein bisschen wie in der ersten Staffel, kommen die Leute ganz oben frei. Ungeschoren davon. Ja, ungeschoren davon. Ich glaube, am Ende hat man das legendäre Business, always Business, also als der Greek irgendwie wieder ausreist. Wanders wird auch nicht festgenommen. Eton, weiß ich gar nicht, wird der festgenommen? Der Israeli. Ja. Auf jeden Fall wird Sergei irgendwie drangekriegt, weil sie ihn auf Videokamera haben, als er diesen einen Typ von dem Boot festnimmt. Und genau. Und sie haben ja auch die ganzen Anrufe von ihm und sein Handy haben sie ja am Anfang, das ist ja das erste Handy, das sie irgendwie überwachen können. Mhm. Genau. Ja. White Mike, der quasi Drogen annimmt von der Crew, kommt dran. Aber Proposition Joe, da sind die Verbindungen noch nicht da. Der ist auch da weiter. Da sind auch keine Beweise da. Weiter auf der Straße und er hat jetzt den Deal mit Stringer Bell, ist er eingegangen und da wird auch so ein bisschen auf die dritte Staffel schon hingewiesen, dass, wie du schon gesagt hast, dann durch Bubbles werden Kima und McNulty so darauf aufmerksam, auf der Straße tut sich wieder was, da würdest, da wäre es interessant, mal reinzuschauen und es ist ja auch eigentlich das Versprechen da, dass diese Unit Major Crimes bestehen bleibt, wenn sie dann einen guten Fall an Land ziehen. Genau. Im Endeffekt ist es wieder so ein Naja-Fall, ne? Ja, also es ist vielleicht ein bisschen erfolgreicher gewesen als in der letzten Staffel, obwohl in der letzten Staffel auch Avon festgenommen werden konnte und eigentlich jeder außer Stringer Bell und ich meine ein paar Straßenjungs auch nicht, aber ja, es ist halt wieder so ein halber Erfolg. Ne? Mhm. Und die Unit, also die Einheit, die Major Crimes Unit, die sind wieder eher so zerknirscht. Und die Bosse sind aber wieder irgendwie ganz glücklich drüber. So. Ja. Das, ja, also Walczek ist ja auch so halb glücklich oder er ist schon ein bisschen bestürzt, als er von Franks Tod hört. Also so wie obwohl er ja vorher noch seinen Moment hat, als er Frank Sobotka quasi vorführen kann vor der Presse, auch richtig mies, als er ihn dann aus seinem Gewerkschaftshäuschen da rausholt und extra wartet, bis die Presse da ist, um ihn dann da vorzuführen. Ja, ja, damit schließt sich der Fall dann wieder so ein bisschen ab. Ich wollte gerade sagen, diesmal vielleicht ist es nicht so sehr an den Vorgesetzten gescheitert, aber dann irgendwie an der Bestechlichkeit des FBI ist. An der inhärenten Korruption so ein bisschen im FBI. Genau, halt, das ist unterwandert. Aber der Fall wurde auch nur gut durch die Eigeninitiative der Leute, ne? Und auch nicht wegen den Chefs sozusagen. Die Walczek hat diesen Fall angefangen und hatte ja aus komplett falschen Gründen. Haben wir noch gar nicht besprochen. Es gibt ja auch diese Sache, wo er immer noch richtig angepisst ist, dass die Leute vom Hafen seinen Van klauen, seinen Überwachungsvan und ihn um die halbe Welt schippern und ihn damit noch so ein bisschen als reindrücken wollen. Ja, und immer von allen Stationen irgendwie Fotos schicken. Ja, gibt es auch so eine lächerliche Szene, wo er dann Fingerabdrücke davon nimmt und so. Natural Police. Ja, ja nicht mehr. Also Walczek ist ja auch echt einfach nur so einer, der die Karriereleiter hochgegangen ist, ohne hochgefallen ist. Ja. Das ist halt so das klassische Beispiel, wenn du weißt, wie du mit Leuten umgehen musst und wenn du deine Fresse halten kannst zum richtigen Zeitpunkt, dann machst du einfach Karriere. Das schlägt dir ja auch Press Belusky vor. Ja. Am Anfang der Staffel schwärmt ja Press Belusky, also sein Schwiegersohn, schwärmt davon, wie toll das war in der Unit und so. Und ja, er will richtige Arbeit machen und er will hier so politische Finanzierung untersuchen und so Campaign Contributions und es war so spannend und so den Paper Trail verfolgen und so. Und dann sagt er,
ja, nee, also du machst es jetzt folgendermaßen. Ja. Du bist jetzt der Ehemann meiner Tochter und das wird jetzt so gemacht. Du, ja. du kriegst jetzt irgendwie einen ruhigen Job in einem ruhigen Distrikt und du hältst deine Fresse. Und dann beim nächsten Sergeant-Exam, also bei der nächsten Prüfung zum Sergeant, nimmst du teil und weil du mein Schwiegersohn bist, ja. wirst du auch bestehen. Ja. Und weil du mein Schwiegersohn bist, kriegst du wieder eine andere schöne, weiche, gemütliche Stelle. Ja. Und dann nach ein paar Jahren machst du das Lieutenant-Exam und du wirst auch wieder bestehen. Und das ist halt so irgendwie ja, die Essenz von The Wire, zumindest was die Polizeiarbeit angeht, in drei Sätzen, ja. was halt auch wunderbar funktioniert. Ja. Wie gesagt, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon auch von diesen Dokus gesprochen, in denen David Simon teilweise auch seine Meinung abgibt und da kommen auch Polizisten zu Wort und so und dass halt das in diesem System das Falsche belohnt wird. Ja? Ja, Leute, die irgendwie dämliche Verhaftungen vornehmen, ja. aber dann 30 in der Woche werden halt belohnt. Und Leute, die halt gute Fälle machen, aber dann nur eine Verhaftung im Monat haben, nicht. Also das, da ist natürlich auf jeden Fall der Wurm drin. Aber das Fehler im System. Aber wenn ihr darüber hören wollt, wir haben 2,5 Stunden darüber geredet. Ja. Im allerersten The Wire Podcast. Stimmt. Cool, ich glaube, dann können wir das kurz zusammenfassen. Also ich glaube, über die Qualität der Staffel brauchen wir nicht streiten. Gab's irgendwie, ganz klare Empfehlung von mir. Gab es irgendwie, weiß nicht, hast du eine Lieblingsfigur oder eine neue Figur, die eingeführt wurde, wo du jetzt sagen willst, oder eine Lieblingsszene oder so, über die du noch unbedingt sprechen wollen würdest? Also ich, wir haben ja schon gesagt, es ist meine Lieblingsstaffel, einfach wegen dieser Arbeiterklasse Thematik und auch dieses ganze. Ich bin so ein bisschen so ein Industrieromantiker. Also erstens mal liebe ich Industrieruinen, so allein von der Optik her, von dieser Kaputtheit und Verfallenheit. Nächster Urlaub, Detroit. Ja, echt. Also ich liebe diese Fotografie aus Detroit, aus diesen ganzen verfallenen Autofabriken und so. Das finde ich echt fantastisch. Und ich finde auch, dass es in dieser zweiten Staffel wirklich fantastisch umgesetzt ist. Da gibt es ein paar Shots, die sind wirklich großartig. Und auch diese ganze Romantik, die bei Frank Sobotka mitschwingt. Also er ist meine Lieblingsfigur. Aus der Staffel und auch wirklich eine meiner Lieblingsfiguren aus der ganzen Serie. Also dieses Arbeiter-Proletariatum, einfach dieses, ja, wir sind Arbeiter und unsere Arbeit muss was wert sein und das ist einfach dieses globalisierungskritische und auch ein bisschen technologiefeindliche, aber menschenfreundliche halt einfach. Ja, also, ich würde auch sagen, teilweise fehlt es ja heute auch Leuten, auch wenn sie zum Beispiel in technologischen Betrieben arbeiten oder in den Medien oder sonst wo, ja. Aber diese Zusammengehörigkeiten, dass man sagt, ja, meine Arbeit muss was wert sein und ich bin nicht froh, wenn ich halt den Mindestlohn bekomme, wenn er dann irgendwann mal kommt oder irgendwas. Ja klar, und heute schließen sich viele gar nicht mehr so zusammen und werden dann dementsprechend auch im System ein bisschen ausgenutzt. Ne? Und damit will man sich natürlich gegen wehren. Auf der anderen Seite, ja, so schwarz-weiß ist es eben halt da nicht. Nee. Irgendwo ist der Bedarf vielleicht auch nicht mehr da oder es hat sich geändert durch die Technik. Ja, diese Überromantisierung wird ihm ja dann auch ein bisschen zum Verhängnis. Ne? Klar, auf jeden Fall. Aber allein dieser Kommentar zu den politisch-wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 30, 40 Jahre, sagen wir mal so. Also einfach diese Deindustrialisierung, die in der ganzen Welt stattfindet. Ich meine, in Deutschland sind wir noch gut dran, weil wir irgendwie diese Hochtechnologie haben und auch ein gutes Ausbildungssystem haben. Aber in den USA, ich meine, da sind Gewerkschaften sind nur noch eine Hülle ihrer selbst im Vergleich zu früher. Die haben einfach keine Macht mehr, weil sie einfach kein Produktionskapital haben, um diese Macht irgendwie zu zementieren. Und das ist halt einfach, finde ich, fantastisch, wie das in der Staffel umgesetzt wird. Mhm. So. Auf jeden Fall, da hat man nochmal so ein komplett neues Thema mit reingeholt, was man auch gar nicht in der ersten Staffel hatte, wie sie es halt immer sehr, sehr gut machen. Das werdet ihr auch noch in den nächsten Staffeln sehen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich fand diesmal wieder, und fand ich schon immer super, aber diesmal ist es mir nochmal besonders aufgefallen, ich liebe ja Proposition Joe. Ich finde, das ist ein ziemlich cooler, ist ja eigentlich eher nur ein Nebencharakter, kommt nicht so extrem oft vor, aber ist einfach eine geile Figur. Man sieht ihn immer wieder in seinen, wenn er Gespräche hat mit Stringer oder so, hängt er an irgendeinem in so einem komischen Elektroshop. Ich glaube, rum hinten in der Werkstatt. Dass man einen Toaster doch noch genau, also kann. Ist wahrscheinlich ein schwerreicher Typ, ja, der seine Asche macht und der eigentlich ja schon länger das gecheckt hat, was Stringer jetzt erst beginnt zu merken, dass man eben nicht auf der Straße ständig Kriege anfangen muss. Und erzählt Stringer auch diese coole Geschichte von dem, ja, kennst du den und den? Und Stringer sagt so, nee, keine Ahnung, wer ist das denn? Ja, kein Wunder, dass du ihn nicht kennst. Der hat 40 Jahre hier Drogen verkauft und Asche gemacht.
aber hat halt nie Flash gezeigt, genau, ne? Und hat nie den Dicken gemacht und hat dadurch einfach seine Kohle verdient. Ja. Und ja, ich finde es einfach, das ist halt so eine geile Figur und hat auch so eine coole Art irgendwie. Mhm. Am meisten muss ich immer wieder lachen, als einmal irgendwann Nikki mit Sergey zu Proposition Joe kommt und Prop Joe ist so voll happy, als er Sergey sagt, Sergey, mein Nigger. Die kennen sich voll gut, aber es wird gar nicht aufgeklärt, woher, ne? Ja, es kommt irgendwie aber so geil. Das ist einfach so ein Ausdruck von, ja, du bist mein Homie, mein Kumpel, ja. Und in dem Zusammenhang gibt es auch irgendwie diese Szene, als Sergey und noch sein Muscle da irgendwie das Regeln mit Cheese auf der Straße. Ja. Und er dann zurückkommt und zu Nikki so meint so, him, we do not know. The one he calls boss, we know. We talked. Und sie einfach mal die Uzi ziehen auf der Straße. Das ist super geil. Aber nee, Proposition Joe finde ich einfach irgendwie eine lässige Figur, der immer ruhig ist, immer gelassen und auch irgendwie so einen geilen. Wenn er quatscht, dann kann man auch so gut zuhören irgendwie. Okay, auch sehr traurig, dass der Schauspieler, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist er gestorben. Ja. Aber nochmal bei The Wire dabei gewesen. Ja. Weiß gar nicht, ob man ihn danach nochmal irgendwo gesehen hat. Ich kenne ihn aus nichts an. Naja. Auf jeden Fall bleibt er euch auch für die dritte Staffel erhalten. So viel kann man schon mal verraten. Spoiler. Also nicht gesehen. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir es ganz gut durchbekommen. Wie gesagt, wir versuchen es jetzt ein bisschen wirklich auf die Staffel und auf den Inhalt zu fokussieren. Ihr könnt nochmal in den ersten Rewatch reinhören oder in unseren 2,5 Stunden The Wire allgemein Podcast. Wie gesagt, wenn ihr den noch nicht gehört habt, da geht es mehr so ein bisschen um die Thematiken allgemein, auch um die Techniken, Kamera, Sound, wo wir eher so ein bisschen, ja, wie wurde die Serie eigentlich gemacht und was macht die Serie eigentlich vom Stil her und so besonders. Und ich glaube, mit dem Rewatch ist ganz gut, wenn wir da uns auf die Inhalte konzentrieren und hoffen, dass wir euch, wenn ihr die Serie vielleicht zum ersten Mal guckt, da ein bisschen durchführen können, weil es sind ja teilweise echt schon sehr konfuse, komplizierte Storylines und man merkt, wir sind uns auch nicht immer sicher und ich meine, wir haben es wirklich oft schon gesehen. Ne? Definitiv, definitiv. Ja, cool. Dann versuchen wir natürlich den dritten Rewatch irgendwie zeitnah was auch immer das heißen mag, nachzureichen. Also, wenn wir in dem Jahr durchkommen mit dem Rewatch, wäre das schon ganz gut. Ja, aber wie gesagt, Sommer ist wirklich ein bisschen langsamer alles bei Serienjunkies. Mal gut, dann stimmen wir vielleicht dann auch in Urlaub und so mal länger. Aber wir werden es schon hinkriegen auf jeden Fall. Also cool. Dann sag doch noch, wo man dich erreichen kann, Axel. Erreichen, ja. Ich bin überhaupt nicht mehr an diese ganze Podcast-Sachen gewohnt hier. Schon länger nicht mehr. Ja. Ich bin froh, wenn Game of Thrones rum ist. Ja, mich kann man erreichen bei Twitter unter Max Stilecht. Und mich unter Picknicker83 und uns könnt ihr immer erreichen unter podcast@serienjunkies.de. Alle Folgen gibt es auf serienjunkies.de/podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja. Ihr könnt uns gerne hier noch zur zweiten Season schreiben oder schon zur dritten, wenn ihr da Fragen habt oder Anmerkungen oder Sachen, die wir vorlesen sollen oder Lieblingsszenen, die wir nennen sollen und so weiter. Schreibt uns einfach eine Mail, podcast@serienjunkies.de. iTunes würden wir uns über Bewertungen freuen, vor allem, das kann nie schaden. Einfach mal die Sterne, wenn ihr jetzt gerade am iPhone seid, einfach mal die Sterne-Taste betätigen. YouTube sind wir auch am Start. Stimmt, YouTube, da werden wir uns auch bemühen, den Wire-Podcast auf jeden Fall hochzuladen. Genau, schaut mal unter YouTube auf Serienjunkies oder beziehungsweise auf YouTube unter Serienjunkies nach. Da laden wir die Podcasts hoch, aber auch ein paar neue Videoformate haben wir getestet. Freuen wir uns auf jeden Fall auch über Feedback. Dann was, glaube ich. Axel, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ich bin... It's all in the game, yo. Ja, it's all in the game. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und ich freue mich auf wieder die dritte Staffel zu gucken. Definitiv. Ich werde auch hoffentlich gleich weitermachen. Dass wir zeitnah dazu kommen. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.